So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 2. Wir sind zurück in Firenze. In der letzten Folge haben wir die erste der 6 Krypten für die Hauptmission überwunden und dort auch ein sehr wichtiges Gespräch des Templerordens belauschen können und zudem den ersten Schlüssel von 6 für Altairs legendäre Rüstung in der Villa Auditore mitgenommen. Und ja, wir haben die jetzt auch auf der Map. Da gucken wir auch mal kurz, ob sich in Firenze noch ein zweites Grab befindet. Und das tut es. Assassinengrab natürlich beim Duomo. Und ich glaube, hier gibt es auch eine kleine Quest, in der man das Springen beim Klettern noch lernen kann. Zumindest hatte ich das so in Erinnerung. Ich dachte sogar, dass dieses Grab beim Duomo eine eigene Hauptquest ist, aber das ist auf jeden Fall auch ein cooles Kletterlevel. Ich muss sagen, es gibt auch ein paar fiese, die kommen dann natürlich später. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, hier geht es natürlich auch weiter mit der Hauptquest. Ich glaube, hier geht es jetzt auch Richtung, ja, Ende der dritten Sequenz, also das Finale der dritten Sequenz könnte hier schon eingeläutet werden. Und wir haben natürlich noch einige Aussichtspunkte. Da ist jetzt die Frage, welchen haben wir schon, welchen noch nicht. Ich würde zumindest mal, wenn wir eh schon hier in der Region sind, noch 1, 2 mitnehmen. Ich bin mir jetzt bei dem gar nicht sicher, ob wir den schon hatten, aber nee, der ist noch ausgegraut. Und hier oben sind sogar, ich weiß gar nicht, sind es Söldner oder einfach nur Leute, um uns zu verstecken. Aber wenn es Männer sind, sind es meistens auch Kämpfer. Ja, da war Assassin's Creed 2 noch dem Stereotyp entsprechend. Aber das macht es halt auch ein bisschen einfacher, um zu wissen, was für eine Gruppe man da vor sich hat. Natürlich auch hier wieder atemberaubend. Die Stadtmauern von Firenze liegen hier auch vor uns. Ein weiterer Ausgang. Es gibt ja, glaube ich, verschiedene. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch einen Unterschied macht, wo man rauskommt später. Firenze ist nämlich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt hier. Auch für die anderen Karten. Aber ich glaube, da ist noch viel gesperrt. Vielleicht finden wir auch hier auf dem Weg die eine oder andere Feder noch. Ah, da unten ist so ein Flyer. Also man muss schon echt sagen, das Adlerauge ist... Moment mal. Ging nicht anders. Ja, die Wachen auf den Dächern, an die erinnert man sich natürlich. Die gab es eigentlich in so allen alten Assassin's Creed Spielen auch noch in Black Flag. Das Problem ist halt immer, die erschweren so ein kleines bisschen das sonst ja ziemlich gut gelungene Fortbewegen auf den Dächern. Da ist man einfach meistens schneller. Gerade noch in Assassin's Creed 2, wo die Maps halt wirklich, vor allem jetzt hier in Firenze, so gebaut wurden, dass man hier wirklich alles über die Dächer machen kann. Zumindest sage ich jetzt mal so 80% kannst du aber eigentlich echt bereisen, ohne den Boden zu berühren. Das ist halt schon krass. Ich glaube, also in Assassin's Creed 3 war das dann auch schon nicht mehr so ganz optimal. Da gab es zwar auch so Stadtgebiete, aber es gab ja auch viele Gebiete in offeneren Arealen, die dann halt, ja, nicht immer die Städte waren, aber man hatte auch noch Stadtgebiete, die so aufgebaut waren, und auch in Black Flag hat es dann zunehmend abgenommen. Gut, in Black Flag hatte man ja auch noch, ja, sehr viele Wald- und so, sag ich jetzt mal, Tropen-Dschungelgebiete. Da ging das zwar auch, da haben die das mit Bäumen so ein bisschen cool gelöst. Und da hat es aber auch schon abgenommen. Was dann halt wirklich wieder ein gutes Assassin's Creed war für dieses Klettern und alles, war echt Assassin's Creed Unity. Wie gesagt, ein Assassin's Creed, was bei vielen nicht so beliebt ist oder vielleicht auch nicht so bekannt, hat halt damals diesen extrem schlechten Release gehabt, wo wirklich das Spiel nur so vor Bugs, Glitches und ja technischen Problemen gestrotzt hat und tatsächlich auch bis heute viele davon ja noch an sich hat. Das ist echt schade. Aber Assassin's Creed Unity war echt in vielen Punkten super fortschrittlich, gerade was Parkour und auch das Kampfsystem
belangte, aber auch die grundlegende grafische Fortschritt war schon echt krass. Wahrscheinlich sogar seinerzeit voraus und vielleicht auch zu viel für ein Spiel, was auch noch in vollem Umfang für die damalige PlayStation 3 und Xbox 360 Generation rauskam. Es war ja auch das erste Assassin's Creed meines Wissens für die Next Gen, also PS4 und so weiter, aber ja, man wollte einfach den Markt nicht da verlieren, der Old Gen, weil die war ja noch größtenteils dominant, bis sich dann zunehmend halt die PlayStation 4, Xbox One und so weiter durchgesetzt haben. Aber ja, hier ist auch eine Codex-Seite, das trifft sich doch. Gut, deswegen decke ich hier auch die ganzen Dinger auf. Bisher haben wir aber nur zwei, die uns angezeigt werden, oder? Ich gucke lieber nochmal. Jetzt die Frage, machen wir in der Hauptquest weiter oder machen wir... Hey. Du stehst jetzt auf meiner Liste. Wenn ich sehe, dass du hier... Das... Ah, Mist. Ist aber krass, wie viele man hier noch... mit dem Ding... Weg. Dann lasse ich dich auch in Ruhe. Okay. Ich habe Gnade. Das hat uns Onkel Mario gelehrt. Hallo, ich möchte ihn nicht mehr anvisieren. Danke. Bisschen plündern können wir auch. Und wir müssen auch unbedingt nochmal nach Montrigioni. Wir haben da mittlerweile sicher schon fast 10.000 Florin in der Kiste. Ich glaube, die ist dann auch irgendwann voll. Also ab einem gewissen Punkt füllt die sich dann nicht mehr automatisch. Da muss man sie halt wirklich erstmal leeren. Dadurch verliert man ja auch wieder dann Geld. Oder kann zumindest Zeit keins einnehmen. So. Wir haben eine weitere Codex-Seite. Gucken wir mal kurz, ob hier noch was rumliegt. Ah, guck mal, hier ist noch eine. Ich nehme aber erstmal den Aussichtspunkt. Leonardo haben wir auch gerade. Ich glaube, den können wir einfach immer hier besuchen. Das L zeigt einfach nur, wo er gerade ist, weil er wechselt gerne den Standort. Natürlich auch bei einem Mann seines Intellekts und auch, ja, der Nützlichkeit von seinem Intellekt nicht ganz ohne. Ich meine, er hat nicht nur nette Freunde wie Ezio, die bei ihm mal fragen, ob er irgendwas entschlüsseln kann, sondern ja wahrscheinlich auch sehr mächtige Leute, mit denen du lieber nicht rumscherzt. Und hier gibt's wieder ein Glyphen, das wird mir angezeigt, also Augen auf. Wo ist der? Wahrscheinlich Basilika. Hier waren wir aber auch noch nicht. Also selbst Firenze, was ja für heutige Maßstäbe eine eher kleinere Open World ist, ist aber, wenn man das Spiel hier erstmal spielt und so dran ist, man hat auch nach vielen Stunden hier noch lange nicht alles gesehen. Außer man geht halt wirklich von der ersten Sekunde hier rum und, oh, hier sogar eine Feder und guckt sich ganz genau alles schon mal an. Aber, und vor allem, macht die ganzen Aussichtspunkte. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Aussichtspunkt. Ist der oben? Wie soll man da hochkommen? Freunde? Okay. Man muss ja irgendwie hochkommen. Die Frage ist nur, wie? Hä? Also die Kuppel sieht mir jetzt nicht danach aus, als... Da sehe ich auch eine Feder gerade in der Stadtmauer da. Okay. Ja, ihr seht fast schon 10.000 in der Truhe. Wie soll man hier hochkommen, ihr Verrückten? Hier hoch? Ich weiß ja nicht. Und dann darüber springen? Doch. Quatsch. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd oder unsatisfying. Kann man da nicht irgendwie hoch? Ja, okay. Bisschen geschickter. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, und das ist echt ein geiler View auf den Dom. Und wir nehmen natürlich noch die Glyphe hier mit, wo auch immer die sich befindet. Frage ist, ob sie oben ist oder unten. Das Gebäude ist ja groß genug. Deswegen gehe ich jetzt auch erstmal... Und das ist wirklich einer der wichtigsten Button, dass man sich im freien Fall noch festhalten kann. Den muss man sich
Den habe ich mir in Brotherhood nämlich extrem eingeprägt. Da gibt es nämlich einige fiese Stellen, ohne den geht's nicht. Ja, ich glaube, es ist aber echt weiter unten. Das war jetzt knapp. So. Ist das nicht verboten? Meinst du mich oder meinst du deine Medizin? Das ist nämlich die Frage. Was ist hier verboten? So, wo könnte hier die Glyphe sein? Boah, gerade bei so einem mächtigen Gebäude haben wir, am Dom haben wir auch die Glyphe noch nicht gefunden, wenn da überhaupt eine ist. Oh nee. Ja, okay, das. Ich weiß halt auch gar nicht, was hier noch zu dem Ding gehört und was nicht. Aber normal müsste man es jetzt irgendwo mal sehen. Na, hier ist auch nichts. Aber wie krass der Himmel auch hier mit dem Adlerauge aussieht. Da ist was. Wunderbar. Also, gibt's ein weiteres Rätsel zum Entschlüsseln. Das wäre wieder cool. Es wird leichter, sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss. Als hätte ich es schon erlebt. Okay, ihre offene Mündung verteilt den Kuss des Todes. Okay. Die offene Mündung. Ach so, führt die Jugend zu ihrem Ende. Okay. Mitglieder der 2. Infanteriedivision rücken unter MG-Beschuss in die... Okay, das ist auf jeden Fall Zweiter Weltkrieg. Führt die Jugend zu ihrem Ende? Was in diesem Bild? Die Zigarette? Raucht hier jemand? Okay, ich weiß nicht, was es war. Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihnen die Augen aus. Aus ihrem Schlund. Die Flammen. Okay, das ist jetzt ein Rätsel, wo ich echt ein bisschen hier raten muss. Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Hä? Ah, da ist wieder der Apfel, okay. Edensplitter, 4 Apfel. Passcode gefunden, 72114. Datei freigegeben. Ja. Und die geben einem wirklich einen Schnipsel nach dem anderen. Ich schätze mal, es ist dann auch egal, in welcher Reihenfolge man diese Glyphen findet. Man scheint dann immer das so zu kriegen, dass man immer eine Sekunde mehr von diesem Clip sieht. Ja. Cool. Also das ist auch noch viel Arbeit, bis wir hier alles haben und da sehe ich, ach nee, das ist weit weg. Okay, wollte schon sagen, die nächste Feder. Dann gehen wir nochmal zu der Codex-Seite. Und ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, aber ich glaube, wir machen heute erstmal die Hauptstory weiter und können dann in den nächsten Folgen nochmal das Assassinengrab hier in Firenze beim Dom machen, was auch echt cool ist. Also ist wirklich ein schönes Grab, beziehungsweise... Vor allem der Dom innen. Man kommt dann, glaube ich, man muss eigentlich vor allem innen rumklettern irgendwie. Quasi innerhalb des Doms und das ist super schön umgesetzt. Moin! Boah. Ist das Slapstick gewesen. Okay. Und nachdem wir dann hier ein bisschen wieder Open-World-Erkundung gemacht haben, versuchen wir gleich nochmal die nächste Hauptquest zu machen. Mal gucken, ob das schon das Ende von der 3. Sequenz ist. Aber ich meine, die geht jetzt auch schon ein bisschen. Vielleicht bringen wir vorher nochmal die Codex-Seiten zu Leonardo. Ah!
Das war ein bisschen dämlich. Nur die Wache steht über dem Gesetz, Strons. Und den nächsten Tag schluckst du Schwerter, ja? Hä? Lass mich in Frieden! Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Vieni a prendermi. Verdammt! Stavolta, tu ama... Oh. Diesmal helfen wir euch euren... Fatti sotto! Was? Vogliamo? Hey, so gut bin ich auch wieder nicht. Ich verstehe diese Provokation nicht, wenn er sagt, so gut bin ich auch wieder nicht. Ist nicht eigentlich ein Lob für den Gegner? Boah, das vor den Frauen. Okay, sind keine Frauen. Oder doch? Weiß es nicht. Das ist ja ekelhaft. Oh verdammt, das ist eine gefährliche Ecke hier. Ja, das hat er tatsächlich richtig erkannt. So, da liegen 10 tote Menschen. Der eine plündert sie alle. In einer verdächtig antiken Robe. Oh Mann, du. Ich meine, man darf ja auch gewisse Sachen nicht so ernst nehmen. Das merkt man ja auch Assassin's Creed 2, auch wenn es wirklich ein Meisterwerk ist. Und vielleicht liegt es auch genau unter anderem daran. Aber es nimmt sich halt wirklich gerade in manchen Dialogen selbst nicht so ernst. Und das macht es dann halt auch wieder so ein bisschen sympathisch. Und... ja, ich markiere schon mal den nächsten Aussichtspunkt. Dann haben wir nämlich schon mal alle Aussichtspunkte in Firenze, was ein ziemlich wichtiger erster Schritt ist. Oh, hier ist was. Was ist mit dir? Bleib mal stehen. Hey, 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 hey. Dieb, dieb, dieb. Bleib stehen. Es gibt nämlich Geld, wenn man die fängt. Oh, man muss ihn nur packen. Auch das sind so zufällige Open-World-Ereignisse, die super cool sind. Das war jetzt nicht so. Ah, das ist halt immer mit dem Parcours. Ah, und dann am... ja, genau, und am besten. Das war's. Ja. Na gut, man muss auch nicht jeder Sache hier nachgehen. Mal alle aus dem Weg. Ich frage mich, ob man auch innerhalb von Firenze reiten kann. Bisher habe ich hier keine Pferde gesehen. Glaub, das geht nicht. War, glaube ich, auch in Brotherhood so. Da konnte man nur außerhalb von der Innenstadt reiten. Aber gut, in Brotherhood war die Open World oder die eine Map vor allem deutlich größer. Hatte dann aber verschiedene Bezirke von Rom. Oh, also der Dom ist schon echt krass. So, jetzt die Preisfrage, wie ich darüber komme. Ohne mir den Hals zu brechen. Lass sie nicht entkommen! Boah! Ist zu viel. So. Damit den letzten Aussichtspunkt, zumindest den ich sehe. Da sehe ich auch eine Feder. Aber wir lassen mal die Federn erstmal, wo sie sind, außer wir rennen wirklich drüber. Das macht's am Ende einfacher, wird das ein bisschen systematischer alles einzusammeln. Und ihr seht schon, 20 von 72. Oh, hier ist auch noch einer. Hm. Gut, ich habe nichts gesagt. Es gibt in Firenze noch einen weiteren natürlich. Da unten. Und wie gesagt, es kann sogar sein, dass es noch mehr Stadtgebiete gibt, die wir einfach aktuell noch nicht freigeschaltet haben. Das weiß ich jetzt nicht. Ey.
Trottel, der sich so verhielt, haben wir... Ich hasse euch, widerliche Fremdlinge! Denkt der immer, Letzte, den wir ins Loch stecken, wurde von Ratten, könnt. Was man mit Unruhestiftern macht, nur was? Ich, das macht mir voll deine Ach, ihr Ach, ich bin ein Okay, mal eine andere Waffe. Oh. Ist irgendwie so ein Herold? Ah, jetzt bin ich, bis ich oben bin, kriege ich den nicht. Verzeiht, ich bin arm und hungrig. Gnade. Ja, ja. Na los, komm schon. Okay. Gut. Dann stehen wir denn gerade? Dann nehmen wir noch die Codex-Seite hier mit. Ja, lass ihn ziehen. Der hat seine Lektion hoffentlich gelernt. Vielleicht auch nicht. Ich schwöre, ich will euch nichts Böses, Messere. Ich muss... Und dann gucken wir mal in die Story rein. Notfalls machen wir heute auch eine etwas längere Folge, weil wir jetzt wirklich guten Teil hier erstmal in Firenze aufgeräumt, was für die wichtigsten Collectibles zumindest angeht. Und dann, ja, mal gucken, wie wir das mit den Federn lösen. Vor meinen Augen Unruhe zu stiften. Genug. Nun, wie willst du gehen? Oder Axt? Habe ich nicht. So. Wir werden auch wieder komplett gesucht jetzt natürlich. Codex-Seite erhalten. Und jetzt zu Leonardo da Vinci. Das sollte uns wieder ein bisschen Leben geben. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Deswegen sammelt ruhig die Codex-Seiten auf. Das ist kein schlechtes Collectible. Gucken, ob mir Leonardo halbwegs angezeigt wird. Da ist er. Laju! Haltet ihn! Hilfe! Du gewinnst! Lass mich in Ruhe! Warte! Lass mich in Ruhe! Ich hab nichts damit zu tun! Ups! Oh Mist! Animali, Hilfe! Worauf wartet ihr? Ein paar letzte Worte für dein Weib? Sprigati! Lass mich los! Bravo, bravo! Okay. Warum? Was hab ich getan? Weg damit.
mich! Bitte! Warum passiert das eigentlich immer? Zum Teufel damit! Oh, Jesu! Es ist wohl Zeit zu gehen! Ich muss hier! Bitte Gott, lass mich leben! Bitte Gott, lass mich leben! Okay, das scheint viel an, ja, Gesuchtheitsgrad zu reduzieren. Also, wo ist Leonardo da Vinci? Boah! Ja, wenn man hier halt echt schnell ist, dann kann dir selbst so eine Dreiergruppe nichts. Das ist halt schon krass. Hier ist Leonardo und hier geht's auch mit der Hauptquest weiter. Das passt ja perfekt. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Wenn man dieses Wort umstellt und diese Zeile nach links bewegt, ist es entschlüsselt. Okay. Ein Gesundheitsquadrat. Krass. Also man braucht echt 4 Stück. Komm mal her. Verrückt, alle verrückt. Ja, was soll ich machen? Okay, das hat jetzt endgültig den Bekanntheitsgrad auf 0 gesetzt. Nun gut. Ein Wolf im Schafspelz. Verhindern, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Okay. Und ich glaube, das war auch Francesco di Pazzi finden. Das war auch eine knifflige. Mit vielen Verstecken und so weiter. Social Distancing. Da liegt immer noch hier der Herold. Da ist schon mal jemand. Dort sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Crepa! Traditore! Giuliano! Nein! Nein, im Namen Gottes, ich flehe euch an Ungnade! Keine Gnade für dich! Du räudiger Hund! Stirb! Stirb! Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo. Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen. Abschaum! Mörder! Okay, that escalated quickly. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Stirb! Warte! Bitte! Ich brauche Hilfe! So. Coraggio! Solo das. Jetzt, ihr Langweiler! Odio questi momenti di incertezza. Also, hier geht's gut ab. Non ce la fai. Hai paura! Und du noch. Soll du? Okay, der rennt weg.
Ihr habt mein Leben gerettet. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Ah, nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Hier lang. Okay, begleiten wir ihn mal nach Hause. Ich verliere eine Menge Blut. Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Und hier ist natürlich gesperrt, warum auch immer hier alles brennt. Francesco de Pazzi! Ich töte ihn! Und seine ganze Familie! Sie werden ausgelöscht! Bleibt still, Signore! Spart eure Kraft! Oder ich muss eine Leiche abliefern! Wir sind schon fast da! Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Wir kriegen ihn, keine Sorge. Ich hoffte, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei es drum. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Danazione, das ist mir zu heiß. Verdammt, lauf! Ich muss hier weg. Tut mir nichts. Mörder auf freiem Fuß. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Ich dachte, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei es drum. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden. Sag mal, wo ist denn der? Alter! Was geht hier ab? Anschließend. Lorenzo ist verletzt! Aprite la porta! Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür! Beim dreimal größten! Kommt herein! Schnell! Die Stadt ist im Krieg! Beeilung! Wartet! Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein! Wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Ein Wolf im Schafspelz... Und das werden wir tun, aber erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked und kommentiert gerne das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. In der Zwischenzeit werde ich auch nochmal nach Montregioni reisen, um das Geld einzusammeln und ein paar Federn abzugeben. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.